Wir machen heute eine sommerliche Pasta mit Hähnchen in Zitronensoße. Wenn du das nicht verpassen willst, bleib dran. Herzlich willkommen in der Kochschule Düsseldorf. Mein Name ist Sven Strenger und ich zeige dir heute, wie man ein leckeres Hähnchen in Zitronensoße macht. Und vielleicht gibt es noch ein paar Pasta dazu. Wir fangen als erstes mit unserer Vorbereitung an, mit unserem Mise en Place. Wir nehmen unsere Schalotte, unseren Knoblauch, unsere Kapern, unsere Sardellen und zerkleinern das Ganze. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Zitronensaft. Wir nehmen natürlich schöne ungespritzte Bio-Zitronen. Die rollen wir als erstes mal. Und natürlich nehmen wir auch den Abrieb von der Zitrone mit, weil da steckt dieser richtig tolle Geschmack drin. Wir brauchen alles. Also Sparschäler, vorsichtig abschälen. Ihr könnt es auch abreiben, aber ich habe, glaube ich, schon mal erklärt, ich finde das deutlich schöner. Und achtet darauf, dass das Weiße nicht mitkommt. Einfach mal so ein bisschen was davon wegnehmen. Selbst wenn ihr das nicht braucht, macht es. Legt euch das mit ein bisschen Salz in ein Glas. Und beim nächsten Mal, wenn ihr einen Thunfischsteak bratet oder irgendwas anderes, habt ihr ein richtig leckeres Zitronensalz. So, die legen wir erstmal zur Seite. Dann pressen wir die Zitronen aus. Wichtig, wenn ihr mit eurem schönen Messer eine Zitrone geschnitten habt, spült es sofort ab, weil die Zitronensäure greift den Stahl an. Und dann wird es schnell stumpf oder könnte sogar rosten. Okay, jetzt geht's ans Eingemachte. Wir haben alles klein geschnitten. Wir haben Kapern und Sardellen haben wir schön fein hier drauf. Zwiebeln und Knoblauch haben wir und unsere Zitronen und natürlich unser Hähnchenbrustfilet. Das gucken wir uns jetzt erstmal an. Ich habe das hier schön auf Küchenpapier gelegt, damit es ein bisschen trocken wird. Schauen wir uns mal an, ob wir da noch was wegparieren müssen. Ja, vielleicht so ein bisschen was hier. Nehmen noch diese Sehne hier in der Mitte raus. Dann schneiden wir das noch in grobe Streifen, nicht zu fein. Ihr könnt es natürlich auch ganz lassen, aber ich finde gerade, wenn ihr es mit Pasta esst oder so, ist es im Kleinen ein bisschen schöner. Und man sieht hier auch sehr schön, wie die Konsistenz des Fleisches, dass es wirklich hochwertig ist, dass das nicht so suppig ist, dass es schön trocken ist, schön abgehangen. Wenn unsere Pfanne heiß ist, geben wir ein bisschen Rapsöl dazu, ganz kleines bisschen, wegen der Hitzebeständigkeit. Und dann die gleiche Menge Olivenöl oder vielleicht ein bisschen mehr. Ja, das muss wirklich richtig gut schwimmen. Dann können wir gleich schon mal unser Hähnchen reingeben. Zack. Und verteilen das schön. So, im Prinzip reicht das schon. Ihr seht, wenn sich das so ablöst, es löst sich direkt von alleine. Deswegen nicht irgendwie wild kratzen und rühren. Wenn sich das löst, reicht das. Und im Prinzip haben wir es jetzt schon von einer Seite angebraten, so dass es fast durch ist. Jetzt nehme ich es raus, mit so einem Spatel einmal durchkratzen. Geht nur bei der Edelstahlpfanne, damit wir auch alle Röstaromen mitnehmen. Und jetzt geben wir das einfach hier zur Seite. Packen das in ein Gefäß. Wichtig ist, es darf noch nicht durchgebraten sein. Nur wirklich von einer Seite richtig knusprig. Keine Sorge, das wird hinterher von alleine durch. Und seht ihr das? Dieses Braune. Das ist richtig geiler Geschmack, den brauchen wir. Das müssen wir auch unbedingt mit abkratzen. Dann geben wir nochmal Olivenöl in die Pfanne. Ordentlich. Und geben unsere Zwiebeln und Knoblauch rein. Sardellen und Kapern hinzu. So, und das schwitzen wir jetzt schön so ein bisschen an und lösen noch die ganzen Röstaromen unten. Das riecht richtig geil. Warum nehmen wir Sardellen dazu? Weil das diesen richtig geilen Umami-Effekt bringt. Was man noch machen könnte, ist, wenn man jetzt keine Sardellen zur Hand hat, ist jetzt auch nicht so klassisch italienisch, aber man könnte einfach ein bisschen Fischsoße reinmachen. Hat auch diesen Effekt. Jetzt geben wir unsere Zitronenabriebstreifen mit dazu und rösten die nur einmal mit. Die holen wir hinterher wieder raus. Deswegen haben wir die auch ganz gelassen. So, immer schön ganz wichtig, dass hier unten abrösten, ihr seht das. Diese Röstaromen, die müssen wir wirklich mitnehmen. Das riecht schon echt ganz gut. Und jetzt nehmen wir unseren Zitronensaft und geben den dazu. Und jetzt löst sich das hier unten alles richtig schön, wir lassen das schön köcheln. Jetzt geben wir einen Schluck Weißwein oder Prosecco dazu. Lassen wir es schön ein bisschen köcheln. Jetzt hole ich schon mal ein bisschen Butter aus dem Kühlschrank. Ganz wichtig aus dem Kühlschrank, die muss nämlich kalt sein. Dann schneiden wir unsere Butter schon mal in schöne kleine Würfel. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um unsere Nudeln. Die koche ich mal eben nebenbei. Ich glaube, das muss ich nicht erläutern. Das hatten wir schon ein paar Mal. So, lass das hier schön lange köcheln. Auch das, ihr habt gesehen, hier waren gerade so Röstaromen an dem Schaber. Deswegen lasse ich die einfach hier drin und koche das so ein bisschen mit. Dann geben wir auf jeden Fall schon mal eine Prise Zucker dazu, damit das schön rund schmeckt, weil wir haben ja sehr viel Säure. Und ein bisschen Meersalz. Wobei aufpassen, Kapern und Sardellen sind schon sehr salzig. Also ich probiere einfach schon mal, ob es in die richtige Richtung geht. Also ihr müsst Süße, Säure, Salz haben, muss sehr ausgewogen schmecken. Richtig gut, aber muss noch ein bisschen Salz dran. Weil das Hähnchen haben wir auch noch gar nicht gewürzt. Ein bisschen Pfeffer geben wir gleich noch mit rein.
So, jetzt müssen wir erstmal die Zitronen hier wieder rausholen. Ne? Ganz wichtig, Zitronenschalen raus. Jetzt kommt die Butter zum Einsatz. Ne? Wir müssen uns beeilen. Butter rein. Pfanne volle Kraft immer noch. Ne? Jetzt lassen wir die Butter so ein bisschen schmelzen. Guckt, dass die schön auseinander liegt. Nehmt euch einen Schneebesen vielleicht zur Hilfe. Und seht ihr, wie das bindet? Sofort. Richtig geile Bindung. Und das hebt den Geschmack so immens hervor. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Fett ist ein Geschmacksträger. Ne? Stimmt tatsächlich. Wenn es gebunden ist, hört sofort auf. Sofort die Temperatur runternehmen, weil sonst trennt sich das wieder. Einmal kurz probieren. Mm. Geil. Aber noch ein bisschen Salz. So, Hähnchen wieder rein. Zack, einfach hinstellen. Hähnchen ein bisschen durchmengen, ne, damit sich das nochmal vollsaugt, dass das noch ein bisschen nachgart. Deswegen haben wir es vorhin nicht durchgebraten, ne, weil das eh so schnell geht. So, einfach nochmal reinlegen, bisschen ziehen lassen. Und dann kommen unsere Nudeln, die jetzt einfach da nochmal mit reingeschmissen werden. Ne, die Nudeln einfach nochmal in der Soße so ein bisschen leicht ziehen lassen, einfach nochmal durchmengen, bisschen Temperatur dazu geben. So kocht man Nudeln. Ne, in der Soße zu Ende garen. Ne, ihr seht das, die Soße legt sich auch richtig schön um die Nudeln. Ne? Es haftet richtig schön. So, jetzt mache ich aus. So, dann probieren wir das Ganze mal. Das ist echt geil. Also, ich würde sagen, probiert das mal aus. Wenn du Pastateig mal selber machen möchtest, geht natürlich auch, ist noch ein bisschen leckerer, dann klick doch einfach mal hier, da findest du das Video dazu. Und wenn ihr irgendwelche anderen Pasta-Ideen habt, dann schreibt das doch mal in die Kommentare, abonniert den Kanal und gebt mir einen Daumen.